Hi, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Ich hoffe, euch geht's gut. So, herzlich willkommen zu einem langseits vermissten Unter der Woche Stream. Heute zocken wir The Past Within mit unserer lieben Novali Foxy. So, und ich darf aber auch natürlich schon begrüßen, mein Freund Loki. Schön, dass du reinschaust. Und Wolfskatze, ganz, ganz, ganz viel Erfolg bei Phasmo. Auch wenn ihr nicht wisst, wie es alles so funktioniert, ihr kommt da ziemlich schnell rein. Die einzelnen Dinge sind gar nicht schwer. Nur die Reihenfolge der Sachen, die ihr dann in Phasmo machen müsst, die können etwas schwieriger werden. So, dann aber Nachtschwärmer. Hi, lange nicht gelesen. Freut mich mega, dich hier lesen zu dürfen. Und Foxy, wir hören uns gleich. Und Puffy, ganz großes Herz. Schön, dass du auch wieder reinschaust. So, und also, ich bekomme gleich einen Nervenzusammenbruch wegen des Examens morgen. Kann ich nachvollziehen? Kann ich nachvollziehen? Ich glaube, würde ich kurz vor meinem Examen stehen, ich hätte Schweißausbrüche, ich hätte Panikattacken, könnte nicht mehr schlafen. Ja, und mein Kopf würde nur noch rattern. Nur noch rattern. Ja, das ist, I mean, wann habe ich angefangen aufzuarbeiten? Genau, heute. Ich bin jetzt, Buffy, nimm es mir nicht übel, aber dafür bekommst du jetzt kein Mitleid von mir. Aufarbeitung, heute. Ah, ein bisschen knapp, ne? Aber egal wie es aussieht, Profi, ich drücke dir für morgen ganz, ganz, ganz fest die Daumen. Ich würde mich mega freuen, wenn du vielleicht morgen, wenn alles dann mal von der Bühne ist, kurz mal im Discord schreibst, wie es so gelaufen ist, was so deine Selbsteinschätzung ist. Würde mich sehr freuen, da auf dem Laufenden gehalten zu werden. Wär su super cool. Ist ja nicht so, dass ich die letzten 1,5 Jahre nichts gelernt hätte. Noah! Moin! Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Also das Examen gestern lief gut. Märchenanalyse zu goldenen Gans. Oh, goldene Gans. Lass mich kurz überlegen. Ist das die goldene Gans, wo dann alle mit den Händen dran hängen bleiben, die sie klauen wollen? Ist das das Märchen? Also Märchen kenne ich mich so ein bisschen aus, aber ich komme manchmal da mit den Einzelheiten durcheinander. Find dich ein bisschen leise. Ja? Also laut meiner Anzeige direkt hinter dem Chat, also das seht ihr nicht, aber meine Anzeige zeigt mir, dass ich immer so schön im gelben Bereich bin. Ja, genau, die Gans. Die eine, an der alle hängen bleiben. Mal sehen, wie es morgen wird. Inklusion, Bindungen und Inklusion. Das kann was werden. Okay, Inklusion sagt mir gerade gar nichts. Bin ich ehrlich, bin ich raus. Oh mein Gott. Mir fällt gerade auf, was das Licht mir hier gerade für Augenränder verschafft. Naja. Nachtschwimmer, eine goldene Gans.
ist schon ein philosophisches Thema. Ja. Ja, das stimmt. Also das Märchen an sich wundervoll. Ja. Vor allem auch mit dem Gedanken dahinter, die diese Gans stehlen wollen, weil sie ja natürlich golden ist, bleiben dran haften und müssen mitgehen. Obwohl man jetzt dann auch wieder abstreichen muss. Es gibt zu dieser Geschichte auch wieder ganz viele andere Geschichten. Also eine Geschichte auf viele Art und Weise erzählt. Und die Ursprungsgeschichten selber sind meistens gar nicht mehr so vorhanden, wie sie damals eigentlich erzählt wurden oder wie sie geschrieben wurden. Märchen und Geschichten, sehr interessantes Thema. Wirklich, also es ist ja nicht nur irgendwas dahingeschrieben. Die Leute, die das verfasst haben, haben sich wirklich dabei was gedacht. Auch als Lehre. Also so kreativ sind die wenigsten heutzutage noch. heutzutage werden alle alten Sachen einfach nochmal neu aufgelebt oder nochmal neu erzählt, umgeschrieben und, so dass es dann halt für die Leute heutzutage plausibel wird. Ja, man muss auch dazu sagen, unsere Welt, unsere Gesellschaft ändert sich natürlich auch mit, deswegen müssen auch die Geschichten sich natürlich irgendwie ändern, aber ich finde es schade, dass so die Grundgeschichten so nach und nach verloren gehen. Das finde ich schade. Dann hatte ich das doch noch richtig im Kopf. War gerade nur verwirrt. Ah. Na, die meisten sind ja auch sehr düster und brutal. Ja, aber die hatten ja ihren Grund dazu. Ja, schon alleine Gebrüder Grimm. Sag nur Guru, Guru. Blut ist im Schuh. Zumindest die Originale. Ja, die Originalgeschichten, es sind wunderschöne Geschichten, aber gehen nach und nach verloren. Und die Gebrüder Grimm, die Gebrüder Grimm haben Dutzende von Geschichten gemacht. Im Endeffekt sind die Gebrüder Grimm Geschichtensammler gewesen. Also sie haben auch wieder Urgeschichten verwertet zu ihren eigenen gestaltet und sie in einem großen oder mehreren kleineren Büchern zusammengepackt. Auch wieder super interessantes Thema, aber gute Geschichten, sehr gute Geschichten. Also wer die Gebrüder Grimm noch nicht kennt, also jetzt nicht den Film die Gebrüder Grimm, sondern die Geschichten der Grimms, hat was verpasst. Sind sehr gute Geschichten, sehr düster gehalten. Natürlich, da schlägt mein Herz schon wieder richtig auf. Düster. Ja, auch andere seiner Geschichten sind recht düster. Die kleine Meerjungfrau, die stirbt am Ende. Das habe ich jetzt noch gar nicht gewusst. Struwwelpeter, ja. Aber alles wird immer sofort beste Szene in der unendlichen Geschichte sind nicht mehr zu finden. Echt nicht? Jetzt muss ich kurz überlegen, welche besten Szenen von der unendlichen Geschichte meinst du denn, die nicht mehr zu finden sind? Weil bei mir im Haus, irgendwo, tief in den düsteren Abgründen meines Hauses, müsste rein theoretisch auch noch die unendliche Geschichte zu finden sein. Also das alte Buch. Jakob und Wilhelm haben viel zum Kulturgut beigetragen, in der Tat. Also die Originalfassung. Du meinst jetzt von der unendlichen Geschichte, Loki, oder? Da gibt es einige. Ja, das stimmt. Ich habe geheult bei dem Film. Ja. Aber wenn ich überlege, ich als kleiner Junge, unendliche Geschichte. Es war
Fesselnd. Fesselnd. Oh ja, Artax. Das Pferd. Am Schluss ist er wieder da. Glaube ich zumindest. Also ganz am Schluss sieht man ihn ja wieder reiten. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt einfach ein neuer Artax ist oder ob der alte aus diesem Sumpf oder aus diesem Nichts wieder durch die Fantasie des Jungen wieder zum Leben erwacht ist. Da bin ich mir nie sicher gewesen. Ist das jetzt alles neu? Weil der Junge hat sich das ja neu ausgedacht und erträumt. Oder hat er tatsächlich dieses Alte wieder zum Leben erweckt? Ja, unendliche Geschichte. Ja, oh, es gibt so viele super tolle Märchen und Geschichten, die leider mit der Zeit langsam verloren gegangen sind. Der Golem, der von dem Nichts erzählt, fehlt. Und die Fragen der Things meint den ersten Teil der Ältere. Es sind ja zwei Things. Aber an die Fragen kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Bin ich auch ehrlich. Habe ich nie drauf geachtet. Weil wer lügt und wer unreinen Herzens ist, der wird von den Things getötet. Das sieht man wohlgemerkt im Film auch der Ritter, der da eigentlich durch will, in der strahlenden Rüstung, war aber nicht reinen Herzens und wurde somit von den Things tot. Und dann am Schluss war nur noch Skelett in der Rüstung drin. Ja. Oh ja. Ja, aber in dem Moment ist die Stelle echt hart. Ja, das stimmt. Das gehört doch dazu. Ja, durch die erste musst du mit reinem Herzen durch. Und die zweite kannst du fragen. Ah, okay. Lustigerweise gibt es kein Plural von Things. Things? Thingsen? Thingsicker? Thingsixe? Ja. Man kann, wenn man will, kann man alles zum Plural machen. meine lieben Leute, wir haben ja gesagt, wir schauen heute in das neue Game rein. The Past Within. Der Klassiker. Thingsy. Ja. Echt plus. genau. Foxy, kleine Frage an dich, weil bist du startklar? Geht's bei dir schon? Ach, hat man das jetzt echt noch geklippt? Oh, die Things. Spings. Ich bin bereit. Foxy, danke für den Clip und super, dass du bereit bist. Weil dann schalten wir jetzt erstmal kurz die Musik im Hintergrund aus und wir gehen in die Ingame-Ansicht. Ich muss nur noch die Fensterchen hier kurz ein bisschen rumschieben. Und dann würde ich sagen, starten wir das Game. Hoffentlich wird es auch ordentlich übertragen. Ja, es wird übertragen. Sehr gut. Ich muss nur kurz was einstellen. Wo haben wir es? Weil ich möchte natürlich Dixbar mit dem Spiel mit verbinden. Ich glaube nämlich, das kommt dann richtig cool, falls man mir dann
bei den Rätseln irgendwelche Dixper-Sachen reinhaut. Ah, hier. The past within. So, sehr schön. Das kann wieder klein. Neues Spiel. Geht's? Achso, ja. Hallöchen. Hi. Hört ihr Foxy alle gut? Oder ist das Spiel zu laut? Also ist jetzt ganz neuer Anfang. Ich habe noch. Also ich weiß nur ganz grob, dass man das im Koop spielen kann. Anscheinend mit Rätseln und Vergangenheit und Zukunft. Ich weiß wirklich nur ganz grob was über das Spiel. Also in der Hinsicht Anleitung. The Path Within kann nur zu zweit gespielt werden. Jeder Spieler muss das Spiel besitzen. Ja, das haben wir ja. Foxy hat's, ich hab's. Brauchst du einen Spielpartner? Komm auf unseren Discord. Nein, ich hab ein Spiel. Ich hab ein Spielpartner. Kann Foxy noch mal was sagen? Foxy, sag noch mal was. Sag noch mal was, Foxy. Ansonsten ziemlich Ziemlich. leise. Okay, warte, 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 das habe ich gleich. Sag noch mal was. Was denn? Oh, jetzt bist du, also bei meinen Öhrchen bist du jetzt laut. Besser. Besser. Okay, dann lassen wir es so. Sonst wäre ich Discord hingeschmissen. Jeder Spieler kann The Path Within auf seiner bevorzugten Plattform spielen. Die beiden Geräte müssen nicht miteinander verbunden sein. Ja, gut. Die Spieler müssen während des gesamten Spiels über Text oder Sprache miteinander kommunizieren können, um die Rätsel zu lösen. Können wir Mama. kommunizieren? Nein, niemals. Ach, noch einen Hauch leiser machen. Okay. Einen Hauch. So, jetzt besser. So, befindet ihr euch im selben Raum? Schaut euch, wenn möglich, nicht gegenseitig auf dem Bildschirm. Außer ihr kommt nicht weiter und braucht neue Ideen. Ja, also, dann machen wir über Discord noch eine Bildübertragung. Also ich habe jetzt einen Hauch leiser gemacht. Es müsste jetzt besser sein, laut eurer Aussage. Möchtet ihr online miteinander kommunizieren? Nutze einen freien Sprach- und Textkanal auf unserem Discord. Nein, ich habe meinen eigenen Discord. Lass mich in Ruhe. Bastek! Huhu! Euch allen einen schönen Abend. Das wünsche ich dir auch. Schön, dass du vorbeischaust. Alles okay, Foxy? Ja, alles gut. Hast du gerade gegähnt? Ja. Ich hab's gehört. Willkommen in Rusty Lake, einem Ort, an dem Erinnerungen in kleinen Würfeln eingefangen werden. Oh, schön. Ihr seid zusammen hier. Ihr könnt die Wahl zwischen Vergangenheit und Zukunft treffen, aber jeder muss etwas anderes wählen. So, Nimmst da du. bin ich auch. Oh, sehr gut. Ich nehme die Vergangenheit, ja? Okay, dann nehme ich die Zukunft. Weil vergangen bin ich so oder so schon. Du hast die Vergangenheit gewählt. Wählte der andere Spieler die Zukunft? Ja. Kannst du die Person in der Zukunft hören? Ja. Zukunft, sprich was. Hallo. Okay, ich nehme Biene und du musst auch die Biene nehmen. Hast du die Biene genommen? Ja. Ja. Bist du auch bereit? Du bist bestimmt schon bereit anzufangen. Ist die Person in der Zukunft auch bereit?
Zukunft, bist du bereit? Ja. Ja. Hallo Popake. Hi. Jetzt werden Erinnerungen gemacht. Alles klar, ich bin zwar die vergangene Erinnerung, aber die Vergangenheit. Kapitel 1. Zum Fortfahren klicken. Darf ich deinen Streamer Guide angucken? Dann muss ich dein Ding ja ausmachen. Rein theoretisch, ja. Ja, warte, ich ziehe das hier alles ein bisschen rüber, dann mache ich bei dir ein bisschen kleiner. Dann sehe ich es nicht. Klicke, um zu interagieren. Oh, meine geliebte Tochter Rose, wenn du diesen Brief findest, bin ich nicht mehr auf dieser Welt. Aber es gibt Hoffnung. In den letzten Monaten habe ich ein Gerät entwickelt, das eine Verbindung zu einer vertrauenswürdigen Person in der Zukunft herstellt. Der Raum, in dem du dich befindest, kann von dieser Person beeinflusst werden. Öffne aber erst die Box und warte auf weitere Anweisungen. In Liebe, dein Vater Albert. Januar 1926. Okay, Box öffnen. Kann ich den wieder reinschieben, wegschieben? Ah, 1, 9, 2, 6. Nein. Oh, Pilei! Winnie! Hallöchen! Juhu! Wie geht's dir? Öffne die Box. Passiert bei dir irgendwas? Also ich habe die Box angemacht und bei mir kommt Willkommen zum Würfelgerät 018F. Wie hast du die Box angemacht? Ja, mit dem Schalter. Was für ein Schalter? Ja, bei mir sieht alles ein bisschen anders da aus, okay? Dieses Würfelgerät beinhaltet eine Erinnerung, die den Raum der Person in der Vergangenheit enthält. Um fortzufahren, drücke Enter. Drück Enter. Ja, mach ich doch. Ich will Enter. Die Box öffnen. Ich habe die Box geöffnet. Was jetzt? Ja, bin total genervt. Winnie, warum bist du genervt? Doch nicht wegen dem Spiel, oder? Gleich wird eine Verbindung zur Person in der Vergangenheit hergestellt. Achtung! Jede Interaktion kann sich auf den Raum in diesem Gerät auswirken. Okay. Zum Fortfahren Enter drücken. Um Zugang zu verifizieren, das Jahr der Erinnerung eingeben. 1900. 26. Nein, da steht 19. Ach so. 19. 100. Ach, ein Typ geht mir. Warte mal, ich probiere es. Warte. Ja, ja. Ich lese doch nur meinen Chat. Ach, ein Typ geht mir auf den Keks. Nachdem ich ihm vor ein paar Wochen gesagt habe, dass ich kein Interesse habe, ruft er mich täglich mehrmals an. Oh, ein Stalker. Oh je. Hörst du mir kurz zu? Ja, natürlich. Zugriff gewährt. Bitte die folgenden Informationen an die Person in der Vergangenheit übermitteln. Ich habe hier jetzt einen Würfel vor mir mit kleineren Würfeln. Ja, ja. Und da ist... Grün, leer, grün. Oben. Grün, also, leer, grün, ja? Dann leer, grün, leer. Ja. Und dann wieder grün, leer, grün. Ah, offen. Ja, ich habe Streichhölzer. Yay. Jetzt muss ich Enter drücken. So. Bestätigen, dass die Person in der Vergangenheit die Box geöffnet hat. Ja. Auf den Pfeil klicken, um die Ansicht zu wechseln. Aha, aha, aha. Okay.
Ich habe auch Streichhölzer. Okay. Achso, ach, die Kerze kann ich nehmen. Ja. Oh, ich habe da noch was anderes. Da war ein Schalter drin. Was, da war ein Schalter drin? Mhm. So ein Drehschalter. Ah, bei mir steht wieder was. Familienverifizierung erforderlich, um fortzufahren. Bitte das Eingabefeld P17 aktivieren und die richtige Bilderreihenfolge eingeben. Warte ganz kurz. Mhm. Buslek, moinsen. Schön, dich zu lesen. Schön, dass du da bist. Und du brauchst jetzt eine richtige Bilderreihenfolge. Mhm. Warte mal, hier habe ich Bilder. Wie sieht denn das bei dir aus? Ich habe hier keine Bilder, ich habe hier bloß diesen Drehschalter. Okay, dann als erstes Haus. Warte, ich versuche gerade. Nee, tut sich nichts. Haus. Kleinen Moment, ich muss jetzt. Schalter. Ja, schön. Topf. Ich habe hier keine Bilder. Ich kann das Ding drehen. P17, hier. P17 habe ich doch was machen müssen. Was? Ah, P17 aktivieren. Ich kann das drehen, das ist ja cool. Und wie aktivieren? Item im... Das ist natürlich... Also du hast gesagt, erst Haus. Ja, Haus. Und dann? Biene. Ja. Dann? Dann Krähe. Und dann... Ja. Rose und Albert. Ja. Passt? Mhm. Sehr schön. Was muss ich jetzt machen, weil ich habe da wieder neue Bilder bekommen. Oh, da läuft eine Maus. Familienzugang erhalten. Symbolfolge übermitteln. Achtung. Ja. Raum. Ja. In diesem Gerät könnte überhitzt werden. Die drei Regler einstellen, um Rauchgasausstoß zu regulieren. Ach du Gott. Wo sind die? Ah, die sind hier. Ich übermittel's dir gleich. Hä? Und wie mache ich das? Drei Regler einstellen, um das auch. Ja, wo? Das geht nicht. Oh, Biene. Jetzt übergebe ich dir erstmal die Symbole. Ja, und gleich. Zwar. Warte, warte. Mhm. Okay. Es sind es vier Symbole? Vier Symbole. Okay, sehr gut. Ein umgedrehtes Kreuz. Buslek, uns geht's gut, ja. Ja, umgedrehtes Kreuz. Wie geht's dir? Ein Reis mit Kreuz. Ein Reis mit Kreuz. Ein Kreis. Also, so ein Fadenkreuz, meinst du? Ja. Okay. Ja? Das eine sieht aus wie ein Schlüssel, nur ohne. Ein Schlüssel, also ein Strich und ein Kreis nebendran? Genau. Okay. Und das andere sieht aus wie. Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ach. Ach, das ist so ein. Oben ein. Rechteck und unten zwei Vierecke. Jetzt hab ich's. Ich hab Kohle gefunden.
Yay! So, jetzt kann ich die Kohle hier reinmachen und anzünden. Und jetzt muss ich die Regler einstellen. Die Regler muss ich auch einstellen, aber ich weiß nicht wie. Ah, ich glaube, du musst die Regler einstellen. Ich kann die Regler gar nicht einstellen. Oh. Ich brauche eine Batterie. Uff. Oh je. Oh je. Was machst du denn? Ich werde gleich mit Rauchgas ersticken. Oh mein Gott. Verdammt! Das habe ich ja schon richtig gut gemacht jetzt. Hast du irgendwo irgendwie ein Schachbrett oder. Ein Schachbrett? Nee. Hier oben habe ich Regler. Wo? Oder wie muss man die einstellen? Wie sind die bei dir eingestellt? Oberster ist ganz links. Ganz links, ja. Mittlere ganz rechts. Ja. Und ganz unten einmal nach links von der Mitte aus. Also was, nicht ganz nach links. Von der Mitte? Ja, also nicht ganz links, sondern. Eine Batterie, sehr gut. Die brauche ich für die andere Seite. Halt. Da, okay. Batterie. Musst du eine Uhrzeit eintragen? Ja. 13:15 Uhr. 13:15 Uhr, ja. Ah. Jetzt habe ich noch ein Dia gefunden und einen Schlüssel. Ein Schlüssel? Ja. Ich habe da so eine Art Kamera aufgemacht. Da sind Zeichen dran. Was für Zeichen? Ein Pfeil, ein Kreuz und eine Antenne. Ich habe hier was anderes gefunden. Ah, ich habe auch einen Schlüssel gefunden. Liebe Rose, setz dir die Maske auf. Okay. Maske. Weiß ich noch nicht. Aber ich habe einen Schlüssel. Achso, Belüftungssystem aktiviert. Uhrzeit übermitteln. Linse entriegeln. Die drei Schalter an der Linse einstellen, um in den Raum der Person in der Vergangenheit zu blicken. Hast du gehört? Schneemaske. Ich war gerade abgelenkt mit der Maske, sorry. Und der Wind weht hier so laut und stark. Also. Ich muss die Schalter an der Linse einstellen, damit ich in deinen Raum schauen kann. Ah, okay. Und wie musst du das machen? Die musst du mir übermitteln. Hast du keine Linse? Welche Linse? Ich habe eine Linse an dem Ding. Also ich habe einen Topf. Ein Topf? Ja. Nee, das sieht bei mir ganz anders aus. Ich weiß gar nicht, wie ich die einstellen soll. Hast du nicht irgendwelche Zeichen? Ein Kreuz, ein Pfeil? Eine Antenne? Ich habe eine Spitze, ein Schmetterling. Ein Ritter? Oder eine Maske? Mm-mm.
Ein Baum? Ein Hirschgeweih? Nee. Bin gerade am gucken, ob ich hier noch irgendwie was anderes sehe, aber. Ach, das ist gerade. Wie setze ich denn die Maske auf? Warte mal. Topf. Ah, okay. Hm? Also ich habe jetzt heiße Suppe. Okay, ich hab heiße Suppe. Ich habe übrigens mit anfangen mit der heißen Suppe. Ich auch nicht. Und du hast keine Symbole. Warte, ich muss nochmal lesen, vorne. Belüftungssystem aktiviert. Uhrzeit übermitteln. Hammer. Linse entriegeln. Hab ich. Die drei Schalter an der Linse einstellen, um in den Raum der Person in der Vergangenheit zu blicken. Ja, schön. Das klappt aber nicht. Hast du bei dir einen Sarg stehen? Nein, ich habe hier nur einen Würfel stehen, einen technischen Würfel. Der hat so ganz viele tolle Sachen hier irgendwie. Zieh die Maske auf. Und da ist ein Kassettenrekorder mit dabei und... Ich heiße Suppe. Hm? Haha! Hm. Und jetzt? Aha! Hast du okay. Was gefunden? Schau in den Spiegel und benutze die Maske. Danke, Nachtschwärmer. Okay. Jetzt. Kann ich jetzt mit der Suppe irgendwas? Also ich suche jetzt gerade immer noch nach. Hier ist das Haus, die Biene, die Krähe. Mhm. Nee, hier kann ich nichts machen. Hast du irgendwas gemacht, oder? Ich versuche die Dinger hier einzustellen, aber es passiert halt nichts. Da habe ich so viele Möglichkeiten. Das ist halt ein Unding, wenn ich nicht weiß, was ich einstellen muss. Warte mal. Ah! Jetzt. Was denn? Bleib da, wo du bist. Ich mach doch gar nichts. Ja, bleib einfach da, wo du bist. Ich bleib... Jetzt bin ich da, wo du bist. Okay, das ist doch jetzt gut. Hab ich's gefunden. Da unten die Linse. Mit den Symbolen an der Seite. Das hier? Ja. Das habe ich gebraucht. Ach so, sag das doch gleich. Woher soll ich wissen, dass das eine Linse für dich ist? Ich wollte nicht spickeln. Okay. So. Jetzt habe ich auch dieses Fenster vor mir.
Ja. Das, was du hast. Und jetzt habe ich keine Ahnung, was wir noch machen müssen. Okay. Und jetzt? Ich muss mal kurz lesen. Jetzt haben wir es ja eingestellt. Ja, um in deinen Raum zu blicken. Ja. Ich guck noch mal. Hast du bei der Türe auch nebendran die 6 Symbole? Ja. Dann gib doch mal den Schmetterling oben, den Baum und das Messer Schmetterling, den Baum und das Messer. Geht irgendwie nicht. Was muss ich da jetzt machen? Da steht aber bei mir jetzt gerade auch nicht dran, was ich machen muss. Schmetterling, Baum und das Messer. ja, oder? Ja, ich kann da nichts machen. Ah! Jetzt ging's weiter. Was ging weiter? Das mit dem, also die Linse und. Steht bei dir irgendwas? Nein, da steht nichts. Ich bin einfach nur vor der Türe mit den Symbolen. Ja. Jetzt ging es noch mal weiter. Was ging weiter? Bei deiner Linse. Da Ja. sind doch die Symbole. Ja, dann sag mir das doch, dass die Symbole weitergehen. Ich habe gerade überlegt, was weitergeht. Und jetzt? Hat sich nochmal was getan? Wenn ich nur wüsste, was man da machen muss. Ja, das frage ich mich gerade Okay, hier. dann habe ich jetzt habe ich es zurückgesetzt. Das ist zurückgesetzt. Da ist Gehe ich nichts nochmal auf den passiert. Ausgangspunkt. Spitze. Baum und tu mal den Würfel noch ankreuzen, anbieten. Ja, jetzt ist es weitergegangen. Warte mal, vielleicht muss ich dir da aber noch irgendwas sagen. Könnte ja sein. Also bei mir ist jetzt der Schmetterling weiß und das Messer weiß. Ja, jetzt ist es Das auch war. weitergegangen. Jetzt ist der Schmetterling die Spitze der Würfel und das Messer weiß. Der Schmetterling, die Spitze, der Messer und der Würfel. Ja. Ah, noch mal weiter. Und die Türe geht auf. Warte. Oder? Warte. Ja, bei mir ist die Türe aufgegangen. Mir auch jetzt. Haha. Ich habe mir die Symbole bei dir kurz abgeguckt. So, jetzt spiegel ich nicht weiter. Ich sehe jetzt, ich sag dir schön, was ich sehe. Eine Dame mit einer Maske,
die vor einem Sarg steht. Hinten dran noch links eine Vase mit einer Rose und rechts ein Kerzenleuchter. Oh ja. Okay. Und ich sehe... Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Oh. Jetzt ist es weg. Warum ist es jetzt weg? Warte mal, du siehst eine Frau mit Maske, das bin ja ich. Vor einem Sarg. Da ist die Rose. Jetzt siehst du nichts mehr? Ich sehe nichts mehr. Das Ding hat mich auch... Aber ich muss jetzt 6 Schalter einstellen. Ich weiß nicht... hast du irgendwas, was du einstellen musst? Oder hast du irgendwas, was ich mir hier abgucken könnte? Muss ich schauen. Ich habe auf jeden Fall einen Schlüssel. Halt, warte mal. Was ist das? Ah. Knochen, Fleisch, Blut. Das Würfelgerät. Ja. Okay. Und dann habe ich Punkte mit Pfeilen. Das sind vielleicht meine Schalter. Das kann gut sein. So, wie sind die denn eingestellt? Sind es 6 Schalter? Ja. Okay, obere Reihe. Mhm. Nach oben, nach unten, nach oben. Mhm. Dann untere Reihe. Ja. Nach unten, nach unten, nach unten. Ah ja, da kam eine Diskette raus. Die muss ich jetzt vorne einlegen. Warte. Diskette eingelegt. Extraktionsprogramm wird geladen. So, okay. Das Ohr. Albert van der Boom. Code übermitteln und Enter drücken. Hast du irgendwas, wo du einen Code eingeben musst? Was für ein Code? Buchstaben. Buchstaben. Auf dem Schachbrett stehen Buchstaben. Aber... Da kann ich nichts tippen. Mhm. Ah. Hä? Alles gut. Suchst du gerade? Ich muss dir auf jeden Fall einen Code übermitteln. Du musst mir einen Code übermitteln. Mhm. Ich hab nichts, um... Irgendwo wurde Buchstaben tippen oder anmarkern oder irgendwas. Ich habe hier ein Tagebuch, aber... Tagebuch. Und ich habe halt hier Würfelgerät, Knochen, Fleisch, Blut. Nee, das muss irgendwas sein, wo du Buchstaben. Kann ich die Maske auch wieder abnehmen? Nee.
Ich esse immer noch die Suppe. Buchstaben. Nee, ich hab nix. Aber ich soll den Code übermitteln. Ah, doch, ja, jetzt leg mal los. Jetzt kann ich hier auch was machen. Also mir wird angezeigt, ein L leuchtet. Ja. Ein V, ein A. Ja. E, R. Ja. Und O, das erste O. Oh, der ist... Altarschlüssel. Oh, schön. So, Code habe ich übermittelt. Nach Öffnen des Sargs die Sicherheitsfrage beantworten. Was liegt Albert van der Boom am Herzen? IDAV. IDAV, was? IDAV. I-D-A-V. Warte mal, I... Ha! Au. I, D, also Ida, Dora, Anton, Viktor. Okay, und Enter. Die Person in der Vergangenheit platziert den Altarschlüssel und erhält drei Substanzen. Knochen, Fleisch und Blut. Anleitungen auswählen. Kannst du damit jetzt was anfangen? Ja. Also gehen wir mal auf Knochen. Halt, warte. Ja, Knochen. Hebel runterziehen. Also, ich muss jetzt zur Klappe gehen. Die Zahnsequenz an die Person in der Vergangenheit übermitteln. Knochen erhalten. Frequenz, ja. Sequenz, ja. Ich habe jetzt ein Feld vor mir mit insgesamt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Kleinwürfeln. In ja. Zwei Reihen. Ja. Und ich glaube, da muss ich was antippen. Ne, mach mal die obere Reihe. Die obere Reihe? Ja. Da blinkt nur die Mitte. 2, 4, 6, 8. Das 5. Das fünfte. 2, 3. Von links oder von rechts? Von links das fünfte. Ja? Das blinkt. Okay. Habe ich gedrückt und unten? Nix. Nee. Warte mal, ich gehe mal kurz nochmal auf Enter. Ich muss schön gucken. Ach. Warte, jetzt. Nee, bei mir blinkt nur das obere. Das fünfte von links. Ah, dann das dritte. Bitte. Also, das fünfte. Ja. Dann der dritte von links. Ist der dritte von links? Ja. Nee. Der springt bei mir wieder raus. Von oben. Warte, oben. Der. Nee, der springt wieder raus, der blinkt nicht weiter. Sicher der dritte.
Halt. Meinst du? Der zweite von links, von unten aber. Ja. Blinkt der jetzt auch? Nee, der ist jetzt fest. Also der fünfte von links oben ist fest und der unten von links, der zweite, ist fest. Jetzt blinkt bei mir der dritte von oben links. Okay. Und dann untere Reihe. Der fünfte von rechts. Der fünfte von rechts. Danke, Nachtschwärmer! Ja, jetzt blinkt bei mir der dritte oben von rechts. Jawohl, und dann müsste jetzt eigentlich der oben ganz rechts. Ja, dann habe ich jetzt unten den vierten von links. Zwei, vier. Ja, dann müsste der dritte von rechts unten bei dir jetzt sein. Nee, das ist bei mir falsch. Was? Ach Mist, wie war das jetzt nochmal? Also. Mal, jetzt habe ich... Halt nochmal von vorne. Ja. Also, der fünfte von links oben. Mhm. Dann bei dir unten der zweite von links. Dann bei dir oben der dritte von links. Dann bei dir unten der fünfte von rechts unten. Ja. My Gäste, 1976, vielen lieben Dank für dein Follower. Herzlich willkommen im Hasenbau. Bei den verrücktesten Hasen, die du jemals treffen wirst. Vielen lieben Dank. Zufälligerweise der Majestic Dragon. Das weiß ich nicht. Bist du der Majestic Dragon? So, ich habe dir jetzt gerade den fünften von rechts unten gesagt. Was hast du gesagt? Der dritte von oben rechts. Jawohl, und dann müsste oben ganz rechts bei dir sein. Oben ganz rechts. Ja, ja, dann grüße ich dich. Hi, fettes Herz an dich. Schön, dass du da bist. Jetzt haben wir den vierten von unten links. Der vierte von unten links. Mhm. Dann müsste der dritte von rechts unten bei dir jetzt sein. Dritte von rechts unten. Ja, und dann machst du den fünften von rechts oben. Ich habe einen Zahn. Das ist ja sehr schön. Und bei dir müsste jetzt ganz links unten sein. Ganz links unten. Was? Ganz links unten. Ja! Die Klappe ist geschlossen. Warte, ich... Du hast einen Zahn bekommen, hast du gesagt. Ja. Gut, dann kann ich das nämlich hier eingeben. Enter. Der sehr Zahn schön. Der Zeit, ja. Bei mir wackelt der eine aber immer noch. Ist das jetzt fertig, oder... Ja, das ist fertig. Jetzt gehen wir weiter zu Fleisch. So. Bei der Klappe musst du, glaube ich, was eingeben, hä? Bei welcher Klappe? Ja, unten drin. Ich habe hier nichts zum Eingeben gerade. So, warte mal. Knochen kommt unten rein. Jawohl. So. Ah! Hm? Das Gerät hat gerade vibriert. Okay, dann gehen wir mal weiter. Dann kriegst du eine Anleitung für Fleisch. Okay, für Fleisch. Nochmal die Anleitung. Klappe wird entriegelt. Kleinen Moment. Zur Klappe gehen. Die Person in der Vergangenheit soll alle Kerzen entzünden und das Tagebuch platzieren. Ja, Inhalt hab ich. Der Dias übermitteln. Fleisch erhalten. Warte, ich gehe zur Klappe. Zur Klappe gehen. Okay. Ich bin zur Klappe gegangen. Okay.
Jetzt müssen wir dir es übermitteln, oder wie? Als Kind wurde ich von Bienen angegriffen. Ja. Meine Geschwister lachten mich aus. Ja, das habe ich auch. Okay, warte. Und jetzt habe ich hier einen Mann. Der hat einen Stempel in der Hand. Oder muss ich dir das rüberschicken? Warte mal. Hast du den Mann mit dem Stempel? Der Mann mit dem Stempel. Der ist bei dem Dia-Quadrat oben links gewesen. Nee, da ist nichts. Oben links, ja. Oben links. Da ist ein Mann mit einem Stempel. Das sieht so aus wie so ein Wachsstempel. Mindestens. Was? Das Tier beim Bielenbild von Freund ist? Okay. Als Kind wurde ich von Bienen angegriffen. Meine Geschwister lachten mich aus. Wo war das bei dir mit den Bienen? In welchen vier? Rechts oben. Ne, es war bei mir rechts unten. Ida hat mein Herz gebrochen. Keine Ahnung. Ich habe jetzt hier einen Code. Nein, wir müssen ja Dias platzieren. Ja, aber ich habe jetzt hier Übermitteln. Ja, der von Code der. bringt mir aber nichts. Dann halt nicht. Das Tagebuch platzieren. Inhalt der Dias übermitteln. Inhalt. Also. Bei dir ist als Kind wurde ich von Bienen angegriffen. Meine Geschwister lachten mich aus. Bei dir ist dann links oben der Mann mit dem Stempel. Ja. Okay, weiter. Ida sieht halt. Ida, sie hat mein Herz gebrochen. Das weiß ich nicht. Ich sehe jetzt im. Ich habe ja vorher diesen Mann mit Stempel gesehen. Als ob er einen Brief geschrieben hätte und den gesiegelt hätte, weißt du? Ida, sie hat mein Herz gebrochen. Die Geburt meiner Tochter Rose war mein größter Erfolg im Leben. Habe ich auch Ich nicht habe gesehen. das Würfelgerät entwickelt, um eine Verbindung zur Zukunft herzustellen. Warte mal. Hier, die Geburt von der Rose, die ist links unten. Genau. Nein, die Geburt. Die Geburt meiner Tochter Rose Ist war mein links unten. größter. Hä? Bei mir. Bei mir aber rechts. So, warte, ich Und klicke was mal ist dann weiter. bei Ida? Ida, sie hat mein Herz gebrochen. Da habe ich noch kein Dia gefunden. Jetzt warte doch.
Da ist eine Frau. Ich weiß nicht, ob das die Ida ist. Die ist links, rechts oben. Okay. Rechts oben. Dann gehen wir weiter. Ich habe das Würfelgerät entwickelt, um eine Verbindung zur Zukunft herzustellen. Rechts unten. Wenn ich ein Schachspiel verliere, endet mein erstes Leben. Ha, Majestic! So ging es mir bei dir auch. Das ist links oben. Links Ach, oben. Das ist kein Stempel, das ist eine Schachfigur jetzt. So. Meine schwarze Seele wird noch in der Zukunft bestehen und darauf auf Wiederbelebung warten. Oh. Rechts oben. Rechts oben. Ende. Und jetzt? Dann müsste es passen. Dann warte nee. Ich. Dann hast du was falsch gemacht. Nein. Also. Wir gehen es nochmal durch. Monat. Fetter Schmatzer geht an dich und ein fettes Herz. Ich danke dir. Vielen lieben Dank. Ach, schön. So. Foxy, wir können nochmal durchgehen. Als Kind wurde ich von Bienen angegriffen. Meine Geschwister lachten mich aus. Ja, warte, das sage ich dir gleich, wo das ist. Ich muss es geschwind suchen. Rechts unten. Rechts unten? Jetzt ist es fertig. Ich habe ein Messer und werde höchstwahrscheinlich damit ein Ohr abschneiden. Ja, also hat die Person in der Vergangenheit Fleisch erhalten? Ja. Ja? Okay. Ein Ohr. So. Person in der Vergangenheit. Ja, jetzt brauchen wir noch Blut. Nein, Person in der Vergangenheit legt Fleisch in Gerät. So. Oh, Foxy, danke schön für das Geschenk-Abo an Majestic. Und Rabauken-Desti, ich grüße dich. Hi, schön, dass du da bist. So, jetzt brauchen wir okay, Blut. Wir brauchen Blut. Warte, Enter. Klappe wird entriegelt. Zur Klappe gehen. Informationen auf dem Ausdruck an die Person in der Vergangenheit übermitteln und das Geheimfach finden. Blut erhalten. Okay, welche Klappe meint okay. er diesmal? Warte. Welche Klappe? Diese Klappe. Warte ganz kurz. Jetzt habe ich den Code. Jetzt, du wolltest mir vorher den jetzt Code durchgeben. Warte! Entschuldigung. Ganz kurz. Majestic, ein Geschenk-Abo ist, dass du meinen Stream komplett ohne Werbung schauen kannst und kriegst auch Boni Hasengold dazu, dass du wiederum einsetzen kannst bei Verlosungen, die ich mache. Ja, dann kann man, zum Beispiel werden dann diese kleinen süßen Häschen verlost von mir. Ich habe auch vor, Tassen mit meinem Logo-Aufdruck zu verlosen und eventuell einen Shop zu eröffnen. Ja. Genau, das ist ein Geschenk-Abo. Und gleichzeitig wird mein Stream und ich natürlich damit unterstützt, um auch weiterhin neue Games wie das jetzt hier zum Beispiel zu holen, um mit euch gemeinsam diesen Stream auch weiterführen zu können. Genau. Und dieses Abo wurde dir jetzt von Foxy geschenkt. Und Andi, sei nicht so verkrampft. Dankeschön. Einmal denen für Andi. Oh. Hast du es gehört oder was? Nein, ich habe gerade das Licht angemacht. Selber schuld. Na, dann danke. Bitteschön. So, du musst mir einen Code übermitteln. Ich habe jetzt hier XYZ.
Nein. Wie viel brauchst du? Was? Es war gut hörbar. Wie viel Ziffern brauchst du? Ja, das sind drei Buchstaben und drei Zahlen. X, Y und Z und 1, 2, 3. Ja, also als erstes 2. Als erstes 2. Ja. Yep. Y? Ja. Yep. 3. Ja. Yep. Z. Ja. 1. Ja. X. Ja. Es rattert. Ein Hinweis liegt im Auge der Krähe. Ja. Y. Ja. 3. Ja. X. Mhm. 1. Mhm. Z. Mhm. 2. Ein Hinweis liegt im eigenen Abbild. Also Spiegel. Denke ich mal, eigenes Abbild, ja. Spiegel. Oh, ja. Ah. 3, 1, 2. 3, 1, 2. Z, Y, X. Ja. Okay, ich habe hier jetzt eine Raumaufteilung, wenn mich das jetzt nicht alles täuscht. Was soll denn das darstellen? Ah, nur gerade gesehen und dachte mit 54, was ist da los? Musst du öfters wohl mal schauen. Also ich habe hier eine Raumaufteilung. Das muss ein Raum sein, weil ich sehe einen Sarg von oben. Okay. Also eine 2D-Ansicht. Ich weiß gar nicht, was ich dir da jetzt übermitteln soll. Vielleicht siehst du irgendwo was. Und das Geheimfach fehlt. Ah, Geheimfach. Ist, wenn du vor dem Sarg stehst, ist da links von dir irgendwie ein Kasten, ein Kästchen oder sonstiges? Links davon? Ja, wenn du vor dem Sarg stehst, links. Da ist die Rose. Aber ja, da hinten ist irgendwie ein Kasten. Kannst du das irgendwie verschieben? Oder geh mal in eine andere. Geh mal in den linken Raum. Kannst du in den linken Raum? In welchen? Also, ich hab mich jetzt nach links gedreht. Und da sehe ich jetzt den Kamin. Ja. Ja. Ein Tisch muss das sein und da steht ein Stuhl und da ist irgendwie ein Kasten, eine Truhe oder sowas. Ja. Ah. Versuch die mal zu öffnen. Ja, hab ich. Ich habe einen Löffel und da ist jetzt nochmal X, Z, Y, 3, 1, 2. Langsam. X. Z, Y. Z, ja. Y. 3, 1, 2. Ah, okay, es geht weiter. Sehr schön. Die heiße Suppe essen und eine Gabe erhalten. Heiße Suppe essen, obwohl die jetzt eigentlich schon kalt sein müsste. Und ich habe den Edelstein. Den Edelstein, okay. Den brauche ich, um das hier zu öffnen. So, ich habe Wattestäbchen und Flasche. Okay. Und jetzt darf ich bei der Leiche natürlich mit dem Wattestäbchen. Corona-Test.
Ja. Ich weiß leider nicht, wie es aussieht. Ich habe den Stream-Video gestoppt. Ach Gott, ja. Was machst du denn? Ich habe ihm das Stäbchen rein und rausgezogen, bis er geblutet hat. Wo? In der Nase. Okay. Und dann habe ich ihm Blut abgezapft. Also du hast Blut erhalten? Ja. Okay. Ach, wie schön. Dann kann ich das eingeben. So. Blut. Ja, Blut erhalten. Gut. Und Enter. Oh. Achso, das habe ich doch schon. Oh. Jetzt habe ich hier wieder einen Brief. Von Rusty Lake. Warte. Bestätigen, dass die Person in der Vergangenheit 3 Substanzen erhalten hat. Das Ja der Zukunft eingeben. Hä? Hast du eine Jahreszahl? 1984. 19... Ja, da steckt schon wieder Sachen wo rein. Andi, ja. 84. Okay, Enter. Das... Ach, ich habe eine Kassette bekommen. Schön. Darf ich jetzt den Brief lesen? Ja, lies. Meine geliebte Tochter Rose, wenn du diesen Brief liest, hast du das Gerät, das ich entwickelt habe, bereits aktiviert. Bei korrekter Anwendung hilft es der Person im Jahr 1984. Deine Aufgabe ist es, Knochen, Fleisch und Blut in die Zukunft zu schicken, um den Wiederbelebungsprozess zu starten. In Liebe, dein Vater Albert. Warum will... Ja, was jetzt will der in der Zukunft weiterleben? Das ist so ein... Okay, ich habe auf jeden Fall jetzt eine Kassette bekommen. Ja. Und ich muss die Kassette einlegen, um dir die Uhrzeit zu übermitteln. Und dann muss das Schachbrett öffnen, zusammen Schach spielen. Okay, also erstmal Uhrzeit, ja? Jetzt muss ich erstmal Kassette einlegen, warte kurz. Halt. 14.35 Uhr. Ich höre jetzt Musik. Sehr laute Musik. Okay. Hast du die Uhrzeit eingegeben? Ich hab die... Oh nein. Ich hab die Vase kaputt gemacht. Mit der Rose. Oh nein. Ja, und ich hab die Uhrzeit eingegeben. Und ich habe einen Schlüssel und damit... Kann ich... Musst du das Schachbrett öffnen, wahrscheinlich. Wie öffnet man denn ein Schachbrett? Nein, ich muss was anderes. Ich muss höchstwahrscheinlich aus diesem Fach die Schachfiguren... Ah, hier. Okay, ich habe auf jeden Fall 2 Schachfiguren. Jetzt gehe ich mal zum Schachbrett. Was machst du? Ich mach gar nichts. Ich warte auf das, was du mir sagst. Also, ich habe die schwarze Figur auf 1A. Ich, warte mal, ich kann hier nichts eingeben. Hä? Schachbrett öffnen, zusammen Schach spielen. Denn wie soll ich da... Warte mal kurz, ich bin da dezent gerade überfragt. Ich habe ja nur diesen komischen Würfel vor mir. Ja. Hast du noch irgendwas? Ah, warte mal. Ich habe hier...
Was für ein Woofer, den will ich auch haben. Erdbebenmusik. Wieso geht er? Kann man bestimmt mit Nudeln wieder kleben. Frag mal einen Ah. Chine. Oh, das ist gemein, Andi. Aber ja, mit solchen 5-Minuten-Tahin-Nudeln kann man das bestimmt. Pobacke, Immer. eine wunderschöne gute Nacht wünsche ich dir. Schlaf gut und träum was Schönes. Gute Danke für Nacht, dein Pobacke. Vorbeischauen und ja, bis zum nächsten Mal. Halt die Ohren steif. Warte, ich kann dir vielleicht gleich mehr helfen. Ich muss hier nur geschwind Schrauben aufdrehen. Ich habe ein Schachbrett gefunden. Applaus! Applaus! Du hast ein Schachbrett gefunden. So, wo hast du die schwarze Figur auf? A1 Ja. und auf A6 ist die weiße Figur. Okay, auf A6. Ja. So. Bei mir ist jetzt die schwarze auf E5. Ja, bei mir ist die Weiße jetzt auf A3. A3. Die schwarze ist auf E1. Die Weiße ist jetzt auf F3. Die schwarze auf C3. Okay, Weiß ist nun auf D1. Die schwarze auf C6. Weiß ist auf D6 und ich habe eine Münze bekommen. Ja, und ich eine Diskette. Ist doch Und? schön. Ich habe eine Münze, du eine Diskette. Ich geh jetzt immer glücklich und gehe nach Hause. Na, jetzt muss ich hier meine alte Diskette rausschmeißen. Die nächste rein. Was muss ich mit den Münzen machen? Stromstoßprogramm wird geladen. Okay. Die Person in der Vergangenheit legt die Münzen auf die Augen des Toten. Achtung, das kann die Seele beschädigen. Achtung, das kann die Seele beschädigen. Ja, Andi, ich habe jetzt schon zwei Disketten. Ich habe jetzt eine schwarze. Was soll ich jetzt machen? Warte Hey, kurz. bleib. Da kriegt irgendwas Schwarzes. Jetzt warte, hör mir zu. Das Programm versucht eine Überspannung, wird die Energie korrekt gelenkt, entsteht eine neue Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Ein goldener Würfel. Okay, Enter. Oh oh. Rauchgasausstoß regulieren. Die sechs Schalter einstellen. Sichtkontakt abbrechen. Was? Sicherungen platzieren, um den Gerätekern zu schützen und den Stromstoßhebel zu entriegeln. Okay, jetzt muss ich wieder die Schalter regulieren. Hast du eine Idee? Ja. Gut. Oberer Schalter Mitte. Ja. Mittlerer Schalter ganz links. Ja. Unterster Schalter ganz rechts. Okay, da habe ich jetzt eine Sicherung. Was musste ich nochmal machen? Gott. Die sechs Schalter einstellen. Die einen von vorhin. Es ist fast zu weit. Achso, die sechs Schalter. Okay, obere Reihe, unten, Ja. oben, unten.
Unten, oben, unten. Untere Reihe, unten, oben, oben. Unten, ja. Nochmal eine Sicherung, okay. Und wo muss ich die jetzt platzieren? Sichtkontakt abbrechen. Wie sind deine Pfeile eingestellt an der Linse? Schräg links oben. Ja. Dieser Strich mit einem schwarzen Punkt oben drauf. Auf dem ersten oder auf dem zweiten links oben? Also, wenn du senkrecht nach oben gehst. Ja. Und dann zwei nach links. Okay. Ja. So, dann wieder senkrecht nach oben und zwei nach rechts. Und da ist der Pfeil, der nach außen zeigt. Ja. Und senkrecht nach unten ist das Kreuz. Ja, Majestik, so könnte man es natürlich auch sagen. Ich habe gerade die Seele gesehen. So. Du musst mir helfen. Wem muss ich helfen? Nein, die schwarze Seele sagt es zu mir. Hebel für Stromstoß entriegel. Ziehen, um das Programm auszuführen. Okay. Ich mach das mal. Okay. Bei mir ist eine Uhrzeit. 15.20 Uhr. 15.20 Uhr. Ja. Hast du die okay. Uhrzeit eingestellt? Ja. Okay. Jetzt kommt ganz viel Strom. Hat die Person in der Vergangenheit den goldenen Würfel erzeugt und im Würfelgerät platziert? Welchen goldenen Würfel? Ja, du müsstest jetzt einen goldenen Würfel kriegen. Wo sollte ich den kriegen? Weiß ich nicht. Irgendwie durch diesen Stromstoß, den ich jetzt geschickt hatte. Einen goldenen Würfel. Ah, jetzt bekomme ich den. Ah. Hab ihn. Ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich die schwarze Seele in die Zukunft schicken soll. Ich auch nicht, aber... Aber wir machen's mal. Was soll schief gehen? Ja, goldener Würfel ist platziert. Okay. Beide müssen den Pfeil nach unten drücken und 10 Sekunden gedrückt halten. Beide müssen gleichzeitig drücken und festhalten. Okay, auf 3. 1, 2, 3. Und was ist, wenn okay. ich länger drücke? Ah, okay. Hey, alles gut, du kannst loslassen. Mein Würfel ist gerade explodiert. Oder du meine? Wer ist von uns in der Vergangenheit und wer in der Zukunft? Kapitel 2, die Zukunft. Ja, die Vergangenheit, Kapitel 2. Ja. Jetzt ist der Kasten vor mir mit dem Blut, dem Fleisch und dem Knochen. Ja, und ich habe jetzt hier immer noch diesen einen Kasten. Ah. Ich habe jetzt zwei... jetzt muss ich dir wahrscheinlich was durchgeben nachher. Ja, was hast du denn als erstes? Jetzt warte mal, ich habe hier diesen Wiederbelebungsprozess. Mit meinem okay. vergangenen Ich verbinden, das haben wir. Extraktionsprogramm ausführen, haben wir. Stromstoßprogramm ausführen, um goldenen Würfel zu erzeugen. Haben wir gemacht. Den Pfeil nach unten 10 Sekunden lang gedrückt halten. Haben wir gemacht. Wiederbelebungstank mit Strom versorgen. Und dann Blut, Fleisch und Knochen in den Wiederbelebungstank einbringen. Wiederbelebungsprozess fertigstellen.
den folgenden Code übermitteln. Der Code ist für das Würfelgerät in der Vergangenheit. Ah, da haben wir Z1. Wo muss ich das eingeben? Ah. Hast du es gefunden? So. Z1. X2. X2. 3Y. Jetzt habe ich den Text gar nicht lesen können. Anleitung. Die Person in der Zukunft legt den schwarzen Würfel in C-6. Code übermitteln. Schwarzer Würfel, okay. Und C? Was? Aus dem Pfeil klicken oder nach unten scrollen, um hinaus zum Zoom. Was? Die Person in der Zukunft dreht den Schalter und übermittelt Zeiger rot, weiß, schwarz. Warte mal, was? Ich kann hier gar nicht... Oh, warte, ich habe da noch einen Raum, glaube ich, jetzt. Ah! Großartig Hitze fehlt. Was? Jetzt bin ich auch in einem anderen Raum, weißt du? Was soll ich machen? 10-9, du sagtest 6. Oh, sorry. Ups. Anleitung. Die Person in der Zukunft legt den schwarzen Würfel in C9. C9. Ah, C. Hier. Ja, ich hab's 9. gefunden. Okay. Code übermitteln. Ja? Jetzt müsstest du einen Würfel haben, also mehrere Würfel. Ja. Links, also von oben nach unten, linke Seite und rechte Seite ist bei mir schwarz, in der Mitte ist es weiß. Ja, okay. Also streifenbezogen. Ja, ja, ja. Oh, ich sehe die Seele. Sehr schön. Das ist ja cool. No? Knochenfleisch? Hase spielt das halt einfach auf Albtraum und er ist der Albtraum. Danke, Andi. Ich finde das gar nicht lustig. Das ist gar nicht so einfach hier jetzt gerade. So. Und, ach, das ist ein Staubsauger. Saugstauber. Und siehst du jetzt irgendwie rot, weiß, schwarz Hebel? Warte, ich guck gerade. Rot, weiß, schwarz Hebel. Ja! Okay, wie muss ich es einstellen? Den schwarzen auf 9 Uhr. Jawohl. Den roten auf 3 Uhr. Und den weißen auf 6 Uhr. Ah. Oh. Ich sehe etwas. Ja, stimmt, Andi. Du siehst was. Was siehst du? Etwas pulsieren. Okay. Ah, ich habe die schwarze Seele gefunden. Oder sehe die schwarze Seele. Was ja, kann ich jetzt machen? Auch. Musst du mir jetzt irgendwas übergeben? Mitteilen? Ich habe einen Musikschlüssel. Ein Musikschlüssel. Gefunden. Hier den Radio, wo man noch was einstellen muss. Ja, gib mal 91.4 ein. Ich kann nur 90. 91.4. Ah. Gib mal ein A, G, A, B. A, G, A, B. Genau. Okay, jetzt auf 72.0. C, D, E, G. C? D? D? E? E? G. G. 85.3.
Andi, mach mich nicht fertig. D-E-C. Die 107,7. Nein, 110,2. 110. B-A-G-A. B-A-G-A. Genau. Okay, ich habe einen Schlüssel bekommen. Ein Zahnschlüssel. Okay. Und ich sehe schon wieder die schwarze Seele. Die. Ah, Zahnschlüssel hier. Zahnschlüssel. Jetzt habe ich hier wieder einen Code. Ja, ich. Ein Code. Was für ein Code? Mehrere von Dreierreihen. Ja, ja, ja. Und insgesamt 2, 4, 6 untereinander. Ja, hab's gefunden. Okay. Oberste ist in der Mitte schwarz. Ja. Zweite links. Mhm. Dritte rechts. Mhm. Vierte links. Ja. Und fünfte und sechste jeweils in der Mitte. Ja, ich habe einen Zahn gefunden. Wow, einen Riesenzahn. Solche Spiele, und solche Spiele machen wirklich richtig Spaß. Und was musst du jetzt machen? Das, wenn ich das wüsste. Ich habe Kreide gefunden zum Malen. Kreide zum Malen. Ich bin alt geworden. Ja, danke. Das weiß ich auch so. Ja, aber Andi, mir auch. Oh, oh, ich habe einen Code gefunden. Und zwar 3x Diamant. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Oder ob ich dir nur einfach X3Z1Y2 durchgeben soll. Warte mal, also, sag nochmal. X3. X3. Z1. Z1. Y2. Ah. Ah. Wenn ich in meinem Sarg liege und meine Augen weiß werden, wird meine Seele schwarz. Okay. Verwende den Würfel, um dich mit der Zukunft zu verbinden. Bringe mir Knochen, Fleisch und Blut. Du musst den Würfel jetzt wenden, oder was? Also, da fliegt jetzt gerade eine Biene rum. Bei mir. Mhm. Biene fliegt bei dir rum. Ja. Also als nächstes Blut. Wenn ich das jetzt...
Aber ich habe halt hier... Was? Hä? Ich habe hier noch eine Symbolreihe. Eine Symbolreihe? Ja. Ich sag sie dir mal durch. Und zwar die oberste fängt an mit dreimal Diamant. Sarg, Messer, Schlüssel, Sonne, Würfel. Die zweite Reihe ist Kerze, Halbmond, Schinkenkeule, Buch, Knochen, Augen. Ich habe hier nichts. Da ist der Mond jetzt eingekreist. Die unterstrichenen Worte. Mond. Kannst du die anklicken? Mond. Also, Sarg, Augen, Seele, Würfel, Zukunft, Knochen, Fleisch, Blut. Nochmal, sag's nochmal von vorne. Sarg. Sarg, ja. Augen. Augen. Seele. Seele. Ja. Ja. Würfel. Ja. Zukunft. Ja. Knochen. Mhm. Fleisch. Ja. Blut. Blut. Ja. Wieso tut jetzt mein Hammer hier? Ah. Oh, jetzt habe ich einen Hammer. Schön. Toll. Warte ganz kurz. Ich habe auf Versehen was überlesen gehabt. Nachtschwärmer, eine wundervolle gute Nacht wünsche ich dir. Schlaf gut. Ich glaube, leider bist du schon weg. Es tut mir schrecklich leid, dass ich das überlesen hatte. Es freut mich, dass du es hier lustig findest. Und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Hab eine angenehme Nacht. Halt die Ohren steif und bleib gesund. Herz an dich. So, du hast jetzt einen Hammer. Sehr schön. Ich habe jetzt einen Hammer. Jetzt weiß ich nur noch nicht, was ich damit eigentlich anstellen soll. Irgendwas zerschlagen? Ja. Den Kopf der Leiche was? Vielleicht. Ich sehe keine Leiche, Scherzkeks. Ach so. Ich sehe ja was anderes als du. Hau mal mit dem Hammer bei dem Würfel. Du hast doch auch den Würfel, oder? Ja, ich habe einen anderen Würfel bestimmt. Da müsste... Wenn du die Front hast, weißt du, wo das Blut und der Zahn und das Ohr da drin liegt? Oh, das sagst du gerade was. Nee, also am Würfel bringt's nichts. Ich habe hier einen ganz großen Zahn. Ah, ja? Ja, ja, ja. Oh, jetzt habe ich ganz viele Scherben. Sehr schön, du hast einen Zahn kaputt gemacht. Ja. Au! Was? Au, was? Ich musste jetzt gerade den Riesenzahn zerschlagen und dann mit dem Staubsauger nebendran aufsaugen. Sehr schön. Finde ich gerade irgendwie lustig. Okay, ich habe jetzt Knochen zugeführt. Jetzt muss ich Fleisch und Blut zuführen. Mhm. Wie machen wir das jetzt? Jetzt musst du mir weiterhelfen. Du musst sagen. Hast du nochmal einen neuen Code oder so bekommen? Nein. Hast du irgendeinen Code bekommen? Ich habe nämlich nur die Ansicht an dem Würfel. Die Ansicht an dem Würfel? Also ich kann vom Würfel nicht weg. Okay, ich habe die Knochen jetzt zugeführt. Das sieht ja witzig aus. Jetzt müsstest du ja irgendwas bekommen. Warte, jetzt musst du... Ach, die Uhrzeit, diese drei Hebel neu einstellen. Ah, okay. Und zwar rot auf 9 Uhr. Ja. Weiß auf 11. Ja.
Und schwarz auf 3 Uhr. Ah, ich sehe die Seele wieder. Cool. Okay. Und, und Knochen. Ja, die habe ich gerade zugeführt. Sehr schön. Gell? Oh, und ich habe Sechskant Schraubendreher. Sechskant, oh ja, warte mal, Sechskant, da war irgendwas. Warte mal. Sechskant Raumdreh, ne? Ich Da hab vielleicht? schon, ich hab schon. Du hast schon. Oh, jetzt habe ich hier Zahnräder. Zahnräder. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwo Zahnräder habe. Zahn. Nee, sagt mir gerade nichts. Ich sehe gerade auch keine. Mir fehlen hier aber Zahnräder. Habe ich hier noch irgendwas? Hast du irgendwie noch einen Code bekommen? Ein Code, warte mal. Ich gucke noch mal an die Tafel. Nö. Hitze fehlt, ja. Hitze. Oh, warte mal. Ah, Kaffee fehlt. Steht, Kaffee fehlt. Kaffee fehlt. Ja. Ja. Mir Hast du fehlt auch vielleicht ein Kaffee? Kaffee. Kaffee. Nein, ich habe keinen Kaffee. Da steht aber, Kaffee fehlt. Wo soll ich denn hier einen Kaffee herkriegen? Die ist sehr lustig. Kann Ich es hätte hier ein nur. Fadenkreuz, weißt du, als Ansicht, aber ich kann damit. Nee, nichts anfangen. Aber lass mich kurz überlegen. Da kann ich gerade nichts machen. Oh, doch, ich weiß. Geh mal wieder zu diesen Reglern, die wir vorher eingestellt haben. Vielleicht müssen wir da was machen. Ich bin bei den Reglern. Okay. Ja. Wie sieht's obere aus? Das Weiß ist auf 3. Das Weiß ist was? Das Weiß ist auf 11. Sorry. Hä? Nein, nicht die. Da diese Schieber einstellen. Weißt du, was ich meine? Wir haben davor diese Dreierschieber eingestellt. Du meinst das, was ich dir dann gesagt habe? Ja. Das ist gleich. Mitte, links, rechts, links, Mitte, Mitte. Okay, hätte es sein können. Mit dem Schlüssel kann ich aber auch gerade nichts machen. Jetzt ist der Papagei weg. Ah, vielleicht muss ich. Warte mal. Ah, ich habe ein Zahnrad gefunden. Sorry. Okay, ein Zahnrad habe ich. Warte mal. Ich habe noch mal ein Zahnrad. Glas Wasser habe ich jetzt gefunden. Wusste ich doch. Und jetzt fehlt noch eins. Und hier leuchtet eine 3, 2, 1. Was ist los? Mein Würfel ist gerade explodiert. Was, wieso? Dunkles Pulver. Ich glaube, das ist Kaffee.
So, Zahnräder sind dran. Ich drehe. Und... eine Voodoo. Ah. Haken. Ah, ich habe jetzt drei Regler. Okay. Ich aber nicht. Ich wüsste gar nicht, wo. Bei mir fliegt wieder so eine Biene rum. Ah. Hakenohr. Ich verstehe es nicht. Ich habe hier doch dunkles Pulver. Du hast kein Code oder sowas? Was? Nee. X1, X3 oder so? Das ist der gleiche Code wie vorhin auch. Ich brauche auf jeden Fall... Au, probieren wir nochmal über dem schwarzen Würfel. Weißt du, da wo wir das mit dem schwarzen Würfel eingegeben haben, diese... Ich glaube, da kann ich was Neues eingeben. Diese Würfelkombination oben. Achso, ich sag oben, bei mir ist das oben. Weißt du, da wo die mehreren Würfel in dem großen Würfel drin sind. Weißt du, wo ich meine? Nein. Wo die mehreren Würfel im großen Würfel drin sind. Ja, das sind die 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kleinen Würfel, also insgesamt 9 in dem großen Würfel. Wo du mir vorhin durchgegeben hast, dass links und rechts schwarz und in der Mitte weiß ist. Ah, ja. Was ist da? Guck mal, ob sich da was verändert hat. Und da habe ich jetzt bei diesem Feld, wo das Ohr drin war, 3 ja. Hebel, die ich einstellen muss. 3 Hebel. Sehen die aus? Wie Schieber. Ach du Gott. Wie Schieber. Ich habe hier keine Regler, Schieber oder sonstiges. Bei dir hat sich sonst nichts getan. Nee, gar nicht. Das ist ja... Bastek, ich wünsche dir eine gute Nacht und viel Spaß euch noch. Bastek, eine wundervolle gute Nacht wünsche ich dir. Schlaf gut und träum was Schönes. Oh, danke, dass du da warst. Ich habe Skalpell gefunden. Was soll ich jetzt mit dem machen? Skalpell. Untersuch mal den Teddy. Na, das ist kein Teddy. Das ist, glaube ich, eine angefangene Voodoo-Puppe. Oh, kannst du die Voodoo-Puppe aufschneiden? Ich hab keine Voodoo-Puppe. Ah, warte mal, ich weiß vielleicht wo, was ich mit dem Skalpell machen könnte. Nee. Ich hab da auch nicht. So ein Mist. Ach Mann. Muss ich die Ratte fangen? Wie soll ich die fangen? Oh, hier vielleicht noch ein Skalpell. Nein, auch nicht. Wie sind denn gerade die Regler von dem Ofen?
Ofen. Die Luftregler. Mein Würfel ist explodiert. Ich habe keinen Würfel mehr. Ich sagte Ofen. Ich Ofen. Der Kachelofen. Ich habe keinen Kachelofen. Und bei dir hängt auch nirgends irgendwie eine Voodoo-Puppe oder so ein Püppchen rum? Nein. Ich habe Streichhölzer noch, ich habe ein Skalpell und ich habe... Und was siehst du jetzt eigentlich alles? Was ich sehe, wie ich sehe zwei Spinde zum Beispiel, die ich noch nicht aufbekomme. Dann habe ich ein Radio, wo wir vorhin eingestellt haben. Dann habe ich immer noch diese Tafel, wo die verschiedenen Symbole drauf sind, wo ich vorhin eingekreist habe, das, was du mir durchgegeben hast. Also Majestic schreibt gerade, sie soll mal schauen, ob sie was mit Blut hat. Nein, habe ich nicht. Hier rennt zwar die ganze Zeit eine Maus oder eine Ratte rum, aber ich wüsste gar nicht, wie ich die fangen sollte. Also die Biene, die bei mir rumgeflogen ist, die hat mir die nächsten Schritte gezeigt, wo was gemacht wird. Ratte mit Skalpell? Ja, definitiv, Majestic. Wer geht nicht auf Rattenjagd mit dem Skalpell? Nee. Ach, ja, das mit der Ratte war gar nicht schlecht. Siehste? Ich habe einen Schlüssel gefunden. Das ist bestimmt für den Spind. Danke, Majestic. Ich liebe ja so Rätselgames, aber hatte letzte Nacht schon nur 4 Stunden Schlaf und muss ins Bett. Nachti. Desti, eine wundervolle gute Nacht. Schlaf gut, meine Liebe. Träum was Schönes. Auch für dich. Halt die Ohren steif. Bleib gesund. Ah. Und ich hoffe, bis zum nächsten Mal, gell? Bis bald. Ciao, ciao. So. Das A. Kaffeemaschine gefunden. Dann kannst du jetzt Kaffee machen. Und ich bin einfach nur vor diesem Würfel und habe keinen Kaffee. Hier, ich habe was gefunden. Knopf nach unten drücken, wenn die Person in der Vergangenheit die Zahnräder in den Geheimfächern gefunden hat. Immer ja, zu den Zahnrädern. Habe ich doch schon gefunden. Gut. Was soll das denn bitte? Ach, ich habe jetzt da diese Regler, wo du wahrscheinlich vorhin gemeint hast. Diese drei. Ja. Und zwar das ganz linke oder der ganz linke Regler ist 1 von unten. Ja. In der Mitte ganz oben. Ja. Und das dritte außen in der Mitte. Ah, jetzt habe ich hier Pfeile. Ja, die musst du mir durchgeben. Okay. Links. Oben. Unten. Links. Oben. Okay, da kommt was. Was kommt da? Sieht aus wie ein Schachbrett. Auf jeden Fall habe ich da einen neuen Code. Ist das nicht Y3? Y3. X1. X1. Z2. Z2. Ah, es geht weiter. Ah. Oh. Jetzt hat man hier ein Labyrinth. Ein Labyrinth? Ja. Da ist auch 1, 2, 3. 1, 2, 3. Was? Ja, also so ein Labyrinth. Und in einzelnen Gängen ist dann halt eine 1, eine 2 und eine 3. Jetzt müsste ich dich ja rein theoretisch
denke ich mal, durchlotsen, oder? Ja, probier's mal. Sag halt nach links, nach rechts. Ich glaube, ich muss hier durch dieses Feld durch. Es könnte ein Schachbrett sein. Ja, das kommt hin. Mhm. Na, fang mal an. Wir starten wo stehst ganz oben du jetzt? Links. Ganz oben links. Mhm. Also, wir nehmen deinen Standpunkt als 1, ja? Ja. 1, 2, 3, 4. Geh auf 4. Ja. Dann 1, 2, 3, 4 runter. Also da, wo du stehst, auch wieder auf 1 zählen, gell? 1, 2, 3, 4. Ja. Dann 1, 2, 3 nach rechts. 1, 2, 3. Ja. 3 nach oben. Ja. 2 nach rechts. Ja. Und 3 runter. Okay. Ich glaube, das erste haben wir. Jetzt muss es weitergehen. So. Wieder 3 nach oben. Ja. Majestic, ja. Ist okay. 2 nach links. Ja. 3 nach unten. Ja. 3 nach links. Ja. 3 nach oben. Ja. 2 nach links. Ja. 5 nach unten. 3, 4, 5. Ja. 4 nach rechts. 4. Ja. 2 nach unten. Mhm. 2 nach rechts. Mhm. Und 3 nach oben. Ja, perfekt. Nächste. 3 nach unten. Ja. 2 nach links. Mhm. 2 nach oben. Mhm. 4 nach links. Ja. 2 nach unten. Mhm. 3 nach links. Nach links. Mhm. 5 nach oben. Ja. 2 nach rechts. Mhm. Und 4 nach unten. Ja, wir sind durch. Kommt bei dir irgendwas? Ja. Ja, das ist ein Raum, da ist irgendwas von der Decke gekommen. Warte, ich guck mal, ob was von der Decke kam. Majestic? Bei ich kann zwar Schachbrett, aber so gut auswendig kann ich es dann doch nicht. Jetzt das Ohr her, Mensch. Du hast ein Ohr? Ja, ich habe ein Ohr gefunden. Ein Stück Fleisch. Jetzt muss ich wieder, zu dem Staubsauger. Musst du es einsaugen, oder? Ja. Oder auch nicht. Doch, das muss ich bestimmt einsaugen. Hallo? Ach, du hast ja keinen Würfel mehr, gell? Nein, ich habe keine Würfel mehr. Wo kommt das Stück Fleisch hin? In den Kamin. Auf eine Bratpfanne. Hm.
Ach, und Majestic, nur mal so am Rande, ich habe schon ganz viel Werbung für deine Musik auf YouTube gemacht. Ganz kurz, ich habe einen neuen Code. Ja, bin soweit. Weil was hast du jetzt mit dem Fleisch machen müssen? Ach, da in so ein Reagenzglas dingstens. Top. Also 2x, meintest du? Nein, 3x. 3x, okay. 2z. 2z. 1y. Oh, es geht weiter. Ja. Schritt 1. Schritt 1, Flüssigkeit. Gift. Nee. Säure, Wasser, heißer Kaffee. Warte mal. Säure. Wasser. Wasser. Heißer Kaffee. Heißer Kaffee. Ah! Dann nochmal. 1y. 1y. 3x. 3x. 2z. 2z. Schritt 2. Mhm. Wenn Fleisch dreieckig. Ja. Was? Nein. Wenn Fleisch rechteckig. Ja. Dann Wasser. Ja. Kaffee. Heißer Kaffee oder Kaffee? Kaffee. Kaffee, ja. Und heißes Wasser. Und heißes Wasser. Ja. Okay, Schritt 3. 2z. 2z. 1x. 1x. 3y. 3y. Es geht weiter. Ja. Schritt 3. Wenn Haare. Nein. Wenn Pickel. Nee. Wenn glatt. Ja. Okay. Heißes Gift, gibt's das? Ja, das kann man. Heiße Säure halt. Ja, heiße Säure. Ja. Wasser, Kaffee. Ja. Hüt. Ekelig, egal. Schritt 4. 1y. 1y. 2x. 2x. 3z. Ich würde gern wissen, was bei dir jetzt gerade so war. Schritt 4. Ja. Wenn Auge. Nein. Wenn Zähne. Ja. Okay. Säure, Wasser, Wasser. Fertig. Jetzt läuft's davon. Super. Das ist ekelig. Und ich sehe es nicht. Och Mann. Nein, du siehst es nicht. Das ist aber echt ekelig. Hast du noch irgendwas? Hallo? Ja, alles gut. Ich muss jetzt hier Fleisch zugeführt. Okay. Jetzt müssen wir die Regler wieder neu einstellen. Die bunten. Ja, die bunten, ja. Rot auf kurz nach 10. Kurz nach 10. Ja, das ist nicht direkt auf der 10, das ist so ein Stück nach der 10. Kriege ich nicht hin. Ja, dann mach auf 10. Ja. Entschuldigung. Weiß auf 2. Ja. Und schwarz auf 5. Okay, ich sehe wieder. Was passiert jetzt? Jetzt sehe ich nicht. Ja, jetzt.
Na, so kann man einen Menschen auch zusammenbauen. Oh! Ventil! Wenn was? Ein Ventil. Ein Ventil. Ich habe dafür gerade nochmal einen Schlüssel gefunden. Oh. Ich habe auch ein Ventil gefunden. Brauche aber nochmal einen Schlüssel. Oh, hast du irgendwie Symbole oder Zeichen? Zeichen. Nö. Was für Zeichen sollten das sein? Rabe, Biene, Hirschgeweih mit Schädel, schwarzer Mann, Haus, Auge, Herz, Baum. Oder ein X, Fadenkreuz. Ein Fadenkreuz, ja. Ja, drück mal drauf. Nee, okay. Ah, jetzt komme ich an die Symbole ran, wo du es... Nee, das sind aber andere. Das sind umgedrehtes Kreuz und eine Schlange und... Die Schlange. Drück mal die Schlange. Schlange. Hast du gedrückt? Das S? Oh, warte mal. Ich habe auf On gemacht, irgendwie. Was ist bei dir passiert? Warte ganz kurz, ich bin noch nicht so weit. Okay. Also auf S? Nee. Doch. Ja, jetzt nicht mehr, jetzt ist die Zeit vorbei. Also S? Nein! Nein. Also. Ich mache jetzt dann nochmal an. Okay. S. Warte, jetzt S. Gedrückt? Ja. Anscheinend nicht. Fenster? Warte, ich mach an Fenster. Nee. Hirschgeweih. Hirschgeweih. Drück auf Hirschgeweih, schnell. Hab. Und oben auf den... Dann... Jetzt ist die Zeit schon wieder um. Okay, warte mal. Wir starten gleichzeitig. Okay. Eins, zwei, drei. S. So, was siehst du? S. Ja. Biene. Okay. Umgedrehtes Kreuz. Auge. Fenster, also mit unten zwei kleinen Vierecken. Ja. Hirschgeweih. Ja. Fenster, normal. Mann. Okay. Strich mit Punkt oben drüber. Ja. Rabe. Ja. T. Ja. Herz. Jawohl. Fadenkreuz. Ja. Baum. Jawohl. Senkrechter Strich mit Punkt links daneben. Ja. Haus. Ja. Ah, geschafft. Schön. Da läuft jetzt Blut aus dem Würfel raus. Ja. Ja, Blut ist drinne. Ja, und kam bei dir jetzt noch irgendwas? Warte, jetzt müssen wir nochmal die Regler neu einstellen, die bunten. Ah, ja. Rot auf 8 Uhr. Jawohl. Schwarz auf 6 Uhr. Ja. Und weiß auf 4 Uhr.
Jawohl. Ach, jetzt hat er auf dem Haare bekommen. Mhm. Okay. Da, wo ich den schwarzen Würfel reinmachen musste, da ist jetzt eine Kerze erschienen. Imbusschlüssel. Hä? Bei mir kommt ein Fernglas raus. Und da... Ich habe hier 3 auf 3 Quadrate. Hast du so ein 9er Feld? Ja. Von Quadraten? Mhm. Gehen wir auch wieder Reihe für Reihe durch? Ja. Obere Reihe ist das erste schwarz? Ja. Mittlere Reihe ist links und rechts schwarz. Links und rechts. Und ganz unten ist ganz rechts schwarz. Nee, passt nicht. Also oben ganz links. Ja. Mitte links und rechts. Genau. Und ganz unten rechts. Ja. Passiert aber nichts. Bist du dir sicher? Halt, warte mal. Na, was muss ich da jetzt gehen? Ein umgedrehtes Z. Nein. Ich habe hier eine Uhrzeit. 2 Uhr. Auf der Uhr. Ja, aber bringt mir nichts. Ich kann irgendwo die Uhrzeit einstellen. Okay. Nee. Beim Schachbrett? Bist du beim Schachbrett? Geh mal zu. Hast du irgendwas mit einer Kerze? Ja. Dann guck mal da bitte. Okay. Bei den Quadraten? Mhm. Ganz oben rechts. Ja. Und ganz unten Mitte. Okay. Okay, jetzt habe ich Schachfiguren. Okay. Schachfiguren? Mhm. Ganz oben links. Ja. Mitte links rechts. Mitte links rechts. Und ganz unten rechts. Jetzt habe ich die Uhrzeit. Ah, warte, Uhrzeit. Andi, natürlich darf man mitraten, klar. Mhm. Wenn wir nicht weiterkommen, gerne. Uhrzeit, also, ganz oben rechts. Links. Mitte. Mhm. Ganz unten rechts. Jetzt habe ich eine Rose. Eine Rose. Jawohl. Wollte schon sagen, sie hat was neben den Würfeln. Okay, ganz oben Mitte. Ganz oben Mitte, ja. Und Mitte, links Mitte. Links Mitte. Ja. Ah, okay. Es tut sich was. Und was? Der wird, glaube ich, versucht, gerade wieder zu belebt werden. Das Ding ist zersprungen, wo der drinne war. Ja. Und jetzt krabbelt er weg. Ah, sehr schön. Und jetzt ist da ein Auge. Wer ist das? Hallo, Auge. Okay, Licht blinkt. Wo ist der jetzt hingekrabbelt? Ach, er hat sich einen Anzug angezogen. Schön.
Du bist es, meine Tochter. So viel Zeit ist vergangen. Also er lebt wieder. Ja, und was ist mit mir jetzt? Ich bin einfach jetzt, warte. Hier. Jetzt warte. Du hast mich wieder zum Leben erweckt, aber wir sind noch nicht fertig. Wir sind alle gefangen in den Würfeln, die wir erzeugt haben. Was? Okay. Wir müssen einen Weg hinausfinden. Kommt noch was? Schau in meine Tasche. Okay, ich habe dir wieder einen Code. Ja. 3x. 3x. Y2. Y2. 1z. 1z. Wenn ich meine Augen in der Zukunft öffne, werde ich eine Maske tragen und dir die Edelsteine zeigen. Erst dann können wir aus dem Würfel entkommen. Was? Also ich habe wieder unterstrichene Wörter, deswegen. Also warte, ja, ich gehe zur Tafel. Ich höre. So, meine Lieben, werde mich mal ins Bettchen werfen, wünsche euch eine gute Nacht und schlaft schön. Oh, gute Nacht, Luki. Schlaf gut und träum was Schönes. Danke, dass du da warst, mein Freund. Trage dich in meinem Herzen. Und Andi, vielen lieben Dank für I love you für 500 Kanalpunkte. I love you too. I love you. Und Luki, I love you too. Danke. So. Also, du bist bereit mit den unterstrichenen Wörtern? Ja. Augen? Ja. Zukunft? Ja. Maske? Yep. Edelsteine? Yep. Würfel? Yep. Ich habe einen Schlüssel. Dankeschön. Ich weiß schon, was ich mit dem anfange. Einfach eine Maske. Eine Maske. Ein Geweih. Was ist noch drin? Nix. Okay. Und wo ist der jetzt? Wo? Da ist er. Ich soll ihm eine Maske geben. Tut sich bei dir was? Ich habe ihm eine Maske gegeben. Ich habe jetzt die Biene mit dem Würfel fusionieren lassen. Jetzt sind da drei kleine Figürchen und da kommen, glaube ich, Edelsteine rein. So sieht es zumindest aus. Ja. Und wir müssen die Uhrzeit nochmal neu einstellen. Warte ganz kurz mal. Mhm. Bin dann auch mal weg. Morgen um 5 aufstehen. Hat Spaß gemacht zuzuschauen. Bis denn und viel Spaß noch. Adi, Waschi, Majestic. Gehab dich wohl. Mach's gut. Pass auf dich auf. Morgen. Toi, toi, toi. Hoffentlich wird es kein allzu anstrengender Tag. Halt die Ohren steif. Und danke, dass du da warst. Fettes Herz an dich. Bis tschüss, zum nächsten Mal. Mach's gut. So, Uhrzeit wieder einstellen. Ja. Wo haben wir die Uhrzeit eingestellt? Du meinst... Weißt du, den drei Zeigern. Ja, dann leg los. Also rot auf 11. Rot auf 11. Weiß auf 3. Weiß auf 3. Und schwarz auf 7. Und schwarz auf 7. Ui. Voodoo-Nadel. Aha. Ich stech mal die Voodoo-Nadel in die Puppe. Du das. Oh. Oh. Ich habe einen Edelstein gefunden. Schön. Die... Tue ich mal hier rein. So, und jetzt?
Bist du soweit? Ja. Ach, muss nochmal einstellen. Warte, ja. Und zwar. Nee. Was muss man jetzt hier machen? Ich habe hier wieder Buchstaben zum Eingeben. Ja. Also F, G, D, C. Ah, warte mal. Kann ich nirgends eingeben. Ah, doch. Warte. F, G. B, C. B, C. Nee, D, wie Dora. Ach so, dann nochmal. Also Friedrich. Ja. Gustav. Ja. Dora und Cäsar. Ah, nochmal ein Edelstein. Sehr schön. Dann warte, dann mache ich das. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich dem die Hirschmaske aufsetze. Oh Gott! Jetzt müssen wir die drei Regler bei dir wieder einstellen. Ja. Den ganz linken in die Mitte. Ja. Den in der Mitte ganz runter. Ja. Und den ganz rechts ganz nach oben. Okay. Gut. Das war jetzt mit Hirschmaske? Ja. Und der davor? Das war so eine halbe Phantom der Opermaske. Jawohl. Okay. Geschafft. Uhu. Uhu. Was hat sich bei dir getan? Ich habe jetzt einen goldenen... Ey, warum nimmt der den Würfel weg? Ah, die Zukunft in der Vergangenheit, die Vergangenheit in der Zukunft. Ich habe hier wieder Neuner. Ja. Oberste Reihe. Ja. Mitte. Mhm. Unterste Reihe, links und rechts. Ja, bei mir tut sich was. Jetzt habe ich einen schwarzen Würfel, toll. Und nun? Was soll ich damit machen? Ach, es gibt einen Ausweg. Die Vergangenheit in der Zukunft, die Zukunft in der Vergangenheit. Ja, genau. Zum See, wo wir hingehören. Ich habe einen Würfel in einem Würfel. Gib mir in der Zukunft den schwarzen Würfel. Dem habe ich schon gegeben. Es gibt einen Ausweg. Die Zukunft in der Vergangenheit, die Vergangenheit in der Zukunft. Warte. Zum See, wo wir beide hingehören, meine Tochter. Ja, das hat er mir auch gesagt. Warte. Es gibt einen Ausweg. Warte, warte. Wenn die drei Edelsteine und der goldene Würfel in der Vergangenheit gefunden wurden. Ja. Schau in den, genau in den Würfel, den ich halte. Drück beide auf die Mitte des Würfels und halte 10 Sekunden lang gedrückt. In die Mitte des Würfels? Mhm. Auf 3 wieder? Ja. 1, 2, 3. Okay, bei mir tut sich was. Ein Video. Oh ja. Ein schwarzer Würfel, ein goldener Würfel, ein schwarzer Würfel, ein goldener Würfel, ein schwarzer Würfel, ein goldener Würfel, ein schwarzer Würfel. Jetzt wird's einem schlecht. Nein. Das macht nur voll den Spleen. Ist okay. Wow.
war's das? Ich weiß nicht. Ich höre eine Biene. Mhm, ich auch. Und du bist am Ende angelangt. Hat auch der andere Spieler das Ende erreicht? Hast du? Ja. Ja. Der Kreislauf ist durchbrochen. Die Lücke ist geschlossen. Im See gibt es keine Zeit, die Zukunft und die Vergangenheit verschwimmen. Du und die andere Person, ihr seid eins. Ihr gehört nun beide an dem See. Oh, super. Wo eure Seele erblühen wird. Oh. Oh, wie süß. Und jetzt sind wir ein Baum. Oh, und der blüht. Oh, schön. Ja, cool. Das heißt, wir sind tot, oder? Ja. Ja, irgendwie schon cool, gell? Ja, das Spiel hat jetzt schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja. Vor allem, wir können es gerne auch nochmal machen. Da wäre ich aber dann gerne die Zukunft. Ja, darfst du. War echt cool. Also doch. Hat Spaß gemacht. Ja, das. Also ich fand es jetzt auch nicht schlecht. Mhm. Doch. Was? War schön. Liebe Leute, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Jetzt mal schauen, wie lange das jetzt noch durchläuft. Von Rusty Lake. Muss ich mal schauen, ob es mehr von den Spielen gibt. Gibt's. Glückwunsch! Danke, dass ihr das Past Within gespielt habt. Wir hoffen, dass euch das Koop-Erlebnis gefallen hat. Ja, doch. Erwähle beim nächsten Mal die Zukunft und spiele im Schmetterlingsmodus, um Alternativlösungen zu den Rätseln zu erhalten. Oh. Ah, cool. Sag uns deine Meinung, Errungenschaften, Hauptmenü. Ich gehe mal auf Errungenschaften. Ah, also ich habe die Maske. Ich habe noch gar nicht alles bekommen. Naja, gut. Info. Hilfe. Eigenschaft. Ja. Hauptmenü. Nee, doch, war sehr schön. Ja, hatte einen coolen Touch. Ja, also so düster gehalten mit einer relativ schönen Geschichte. Ich dachte eigentlich, das würde vielleicht eher ins Dunkle oder Böse ausarten, aber tatsächlich nicht. Es hatte ein Happy End, mehr oder weniger. Doch, hat Spaß gemacht. Es war wirklich schön. So. Das war's dann für heute, meine Lieben. Also, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch heute den Stream zu führen. Für mich ist es aber jetzt auch an der Zeit fürs Bettchen. Foxy, vielen lieben Dank fürs gemeinsame Spielen. Ja, gerne, hat Spaß gemacht. Und gerne nächstes Mal nochmal im Tausch. Dann machst du die Vergangenheit, ich die Zukunft. Und ja, also ich werde auf jeden Fall von den Machern schauen, ob die noch ähnliche oder den gleichen Games noch haben. Ja, doch, das sind so wirklich nette Games, die man zu zweit bestreiten kann. Und das alles unter der Woche in einem ja, sehr anständigen Zeitfenster. Klar, waren jetzt keine 3 Stunden, aber durch die Rätsel und die Geschichte, wo dahinter steckt, doch, kann man echt gut sehen lassen. Hat mir gefallen. So. Nun gut, wir werden aber wie eh und je
schauen, wen wir noch raiden können. Ihr dürft auch gerne kurz einen kleinen Vorschlag bringen, in wen wir raiden können. Muss ich mal kurz mal Lucky Lucky machen. Nee. Dann würde ich aber sagen, bleiben wir gerade im Horror-Modus und raiden dann Speck MC. Der zockt nämlich Phasmophobia. Wäre, glaube ich, eigentlich ein ganz cooler Raid. Ja, doch, machen wir. Meine lieben Leute, wie schon gesagt, hat mir sehr viel Freude bereitet, mit euch den Stream heute, dieses Mal tatsächlich endlich mal wieder unter der Woche zu führen. Ich hoffe, ich komme auch wieder öfters dazu. Von meiner Seite aus heißt es jetzt aber an euch auf jeden Fall eine wundervolle gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Immer dran denken, haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Und Hase hat euch lieb. Ciao, ciao, meine Lieben. Und